In diesem Video habe ich bei TikTok und bei Twitch gestreamt und einige Zuschauerfragen beantwortet. Generell zum Thema Investieren für Anfänger. Falls ihr also noch Anfänger beim Investieren seid, dann denke ich, dass ihr in diesem Video durchaus einige Fragen beantwortet bekommt. Also viel Spaß beim Video. Ich beschäftige mich jetzt generell nicht mit einzelnen Unternehmen. Und jetzt ist ja immer nur die Frage, ob jetzt ich oder wer anders einfach besonders gute Informationen zu dem Unternehmen haben. Und zwar besonders gute Informationen, die auch noch besser sind als die Informationen, die alle anderen haben. Weil es geht ja beim Investieren nicht nur darum, Informationen zu haben, sondern es geht vor allem darum, Informationen zu haben, die besser und schlauer sind als alle anderen Marktteilnehmer. Weil wenn man solche Informationen zur Verfügung hat, dann kann man auch mit Investitionen in einzelnen Aktien eine deutlich höhere Rendite machen, als wenn man in ETFs investieren würde. Jetzt ist allerdings die Frage, woher bekommst du diese Informationen? Und wenn du nicht gerade bei Goldman Sachs arbeitest, dann muss ich sagen, dann wird es eher relativ schwierig. Wo kaufe ich meine ETFs? Generell kann ich für ETF-Kauf empfehlen Consorsbank, Smart Broker, Trade Republic. Es gibt auch andere gute, Scalable Capital und so. Ihr müsst halt immer schauen, welche ETFs wollt ihr besparen? Sind die vielleicht kostenlos zum Besparen? Das ist dann eine super Sache. Deswegen würde ich auf keinen Fall bei der Kreissparkasse Düsseldorf meine ETFs kaufen, weil da sind die Kosten sehr hoch. Und ich würde auch nicht bei den Sparkassen mehr bleiben, weil ich da jetzt öfters so Nachrichten bekomme von Leuten, die irgendwie bei der Sparkasse sind und hier ihre Eltern waren schon da und pipapo. Also aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, sondern einfach aus rationaler Sicht, wenn die Kosten zu teuer sind, würde ich auf jeden Fall wechseln. Genau, schaut auch mal bei InvestScience auf YouTube vorbei, da habe ich nämlich 3 Videos zum Thema Factor Investing veröffentlicht. Und Factor Investing ist eine ziemlich spannende Sache, aber ich muss auch dazu sagen, ich würde es nicht jedem empfehlen, weil es ist sehr, sehr wissenschaftlich, man muss es auch sehr verstehen und vor allem ist es eine sehr, sehr langfristige Sache. Also Factor Investing auf 5 Jahre zu betreiben, würde ich nicht machen, auf 10 Jahre auch nicht, auf 15 Jahre auch nicht, auf 20 Jahre auch nicht. Also Factor Investing könnt ihr wirklich nur betreiben, wenn ihr euch zu 100%ig sicher seid, am besten mehr als 100%, dass ihr auch noch dass ihr jetzt am besten noch in euren 20ern seid oder vielleicht frühen 30er Jahren und 40 Jahre an den Aktienmärkten aktiv sein wollt. Und ihr müsst auch daran glauben. Es ist letztendlich auch wieder eine Glaubenssache, wie mit vielen im Leben. Aber der Glaube wird eben dadurch gestärkt, dass es sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien dazu gibt und die Factor Investing eben wissenschaftlich gut belegt ist. Habe jeweils für 1000 Euro gekauft, schaue da jeden Tag rein und habe schon ein bisschen was verloren und ich bin mir daher unsicher. Ja, also das ist halt generell eine wichtige Sache, die man einfach beim Investieren wissen muss. Es ist jetzt halt nicht so, dass man jetzt heute kauft und die gehen für immer nach oben, sondern es ist halt so, beim Investieren gibt es immer ein gewisses Risiko, dass Aktien und Aktien, also ETFs bilden ja Aktien ab, zumindest wenn es Aktien-ETFs sind und bilden damit auch die Wirtschaft ab, dass es halt auch mal sinkt. Wenn es kein Risiko gäbe, dann gäbe es auch keine Renditen. Das heißt, diesen Zusammenhang muss man erstmal grundsätzlich verstehen. Und da kann ich nur sagen, investieren ist eben eine sehr, sehr langfristige Sache und du solltest Investitionen nicht auf Tagesbasis dir anschauen, auch nicht auf Monatsbasis, auch nicht auf Jahresbasis, jetzt wird es nämlich spannend, sondern eben tatsächlich auf mehrere Jahresbasis. Ein einfaches Beispiel, du hättest im Jahr 2000 auch investieren können in MSCI World und MSCI Emerging Markets. Dann wäre es so, dann wären diese ETFs extrem in den Keller gegangen, weil es ums Jahr 2000 und in den Folgejahren gab es die Dotcom-Bubble. Also da war ja die Zeit des Internets und des neuen Markts, da war ein richtiger Hype. Da sind alle Aktienkurse nach oben gegangen, weil jeder gesagt hat, wenn da jetzt irgendwie Dotcom mit im Namen steht, dann wären das ja extrem erfolgreiche und wertvolle Unternehmen. Naja, was dann halt wirklich war, Pustekuchen. Man hat gemerkt, es sozusagen alle Unternehmen waren heillos überbewertet. Und es hat einfach dazu geführt, dass man bis ins Jahr 2004, 2005, bis ins Jahr sogar 2006 nicht mehr die alten Höchststände erreicht hat. Nur dann, um im Jahr 2007 die Weltfinanzkrise zu haben, wo wieder alles dramatisch in den Keller ging. Also ich kann da einfach mal empfehlen, da mal ein paar Aktienkurse von den großen Aktienindizes zu googeln, wie das denn so aussah.
Und das heißt, wenn du zum Beispiel in der Zeit zwischen 2000 bis 2010 nur investiert hättest, über 10 Jahre, dann wären die Renditen katastrophal schlecht gewesen. Dann hättest du gerade mal die Inflation ausgleichen können. Und das heißt, sogar in 10-Jahres-Zeitraum, wenn du einen schlechten 10-Jahres-Zeitraum auswählst, nicht so gut. Deswegen sollte man eben sehr, sehr langfristig investieren. Und das einfacher gesagt als getan, aber so funktioniert halt Investieren zumindest im Aktienmarkt und auch in vielen anderen Bereichen im Leben. Andere 10-Jahres-Zeiträume sahen dann wieder viel besser aus. Und generell die Langzeitrendite bei Aktien, auch dazu habe ich ein Video gemacht, wie viel Geld kann man mit Aktien eigentlich verdienen auf dem YouTube-Kanal. Da sieht man, dass Aktien langfristig roundabout zwischen 7 bis 8% Bruttorendite, also vor Betrachtung der Inflation, generieren. Sehr, sehr langfristige Betrachtung, wie gesagt. Man hat halt, das ist das Gute, man hat Daten zurück, 120 Jahre zurück von den besten Universitäten der Welt ausgewertet und bereitgestellt. Dementsprechend ist das der Riesenvorteil bei Aktien, nicht so wie bei Kryptowährungen, das, was es eben erst seit ein paar Jahren gibt. Da gibt es keine verlässlichen Renditekennzahlen, aber bei Aktien ist es eben so, da kann man das sehr, sehr gut sich anschauen und weiß dadurch eben auch, wie viel Aktien generieren können. Also, jetzt viel geredet, um deine Frage zu beantworten. Mach dir keine Sorgen, aber sei dir einfach bewusst, du musst langfristig investieren und kann jetzt auch 3 Jahre in den Keller gehen ab heute. Kann auch 5 Jahre ab heute in den Keller gehen. Dass es über 30 Jahre im Keller ist, ist fast ausgeschlossen. Dieselbe Frage habe ich im Übrigen Professor Dr. Martin Weber von der Universität Mannheim gestellt. Das ist der bekannteste Finanzprofessor in Deutschland. Auch dazu gibt es ein Video auf dem YouTube-Kanal. Gerne mal anschauen, wie der diese Frage beantwortet hat. Man kann nachhaltig investieren. Das ist generell eine sehr, sehr gute Sache, weil man gibt eben eher Unternehmen Geld, die sich nicht in Industrien rumtreiben, die, naja, sagen wir mal, ja, in Industrien, wo man vielleicht auch selber nicht arbeiten wollen würde. Das ist jetzt Kernwaffentechnologie, das sind Streubomben und das sind auch ja, vielleicht ölfördernde Unternehmen. Teilweise ist damit ja auch nicht jeder konform. Und die ESG-ETFs versuchen dann diese Industrien einfach, ja, aus dem ETF zu verbannen. Die haben da verschiedene Möglichkeiten dazu. Jetzt ist aber immer die Frage, was ist eigentlich nachhaltig? Also der eine würde jetzt sagen, ja gut, ich gebe ein einfaches Beispiel, Tesla, ist das jetzt ein nachhaltiges Unternehmen oder nicht? Könnt mir ja mal eure Meinungen dazu in die Kommentare schreiben. Bei Tesla ist es ja so, die bauen Elektroautos. Da ist auf jeden Fall was Nachhaltiges. Aber natürlich in der Produktion und generell verbrauchen auch Elektroautos eine Menge Energie. Anderes Beispiel, bei Tesla können wir wahrscheinlich schon sagen, ja, das ist ein nachhaltiges Unternehmen und die gehen in die richtige Richtung. Wie sieht es denn jetzt mit BMW aus? Und BMW könnte man sagen, ja gut, Autos, das ist ja eigentlich nicht nachhaltig, Züge wären ja viel besser. Da kommen dann aber, da gibt es dann Ratingagenturen, die diese Unternehmen einschätzen und die kommen auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Deswegen, wenn man mit ESG, also nachhaltig investieren will, muss man sich eben ganz genau anschauen, was in den ETFs eigentlich drin ist. Und ja, man muss halt wissen, dass ESG-Investments zumindest bislang, wie die Datenlage ist, weder schlechter noch besser abschneiden, sondern man kann eigentlich sagen, ESG-Investments sollten keine Unterperformance generieren, aber auch keine Überperformance. Man sollte halt in ESG investieren, wenn man daran glaubt und wenn man auch nachhaltig sich auch beim Investieren bewegen will. Das ist dann das Sinnvollste, wenn man so an die ganze Geschichte rangeht. Es gibt auch Argumentationen, wieso das eine höhere Performance bringen sollte, wieso es eine niedrigere Performance bringen sollte. Sind beides Argumente theoretischer Natur und konnten bislang noch nicht irgendwie weder bestätigt noch negiert werden. Würdest du über Robin Hood traden, wenn die Deutschland supporten, ja? Gegenfrage, wieso sollte man nicht über Robin Hood traden, wenn die Deutschland supporten? Hast du auch Gold, Silber etc.? Ich habe einen kleinen Anteil Gold in meinem Portfolio. Verschwinden gering zu meinem restlichen Portfolio. Ich glaube, es macht so 1,5% in meinem restlichen Portfolio aus, ja. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft, gleich am Anfang 2014, dann mal einen großen Teil verkauft und das jetzt einfach so den Rest.
Ja, ist ein Gold-ETC, macht aus der Sicht, auch aus meiner Sicht, nicht so viel Sinn, weil Gold soll ja in dem Fall, wenn es mal eine riesige Inflation gibt oder Marktcrash, soll das ja so der Heilsbringer sein, woran ich auch nicht glaube, dass in der Praxis wird es unmöglich sein. Und als Investment taugt es generell sowieso recht wenig, weil die Renditen bei Gold im Verhältnis auch zur Volatilität nicht so spannend sind und es ist ein verhältnismäßig mit breit gestreuten Investieren in ETFs auch kein besonders gutes Investment. Und wenn man einfach dafür sorgen will, dass das Portfolio weniger risikoreich ist, würde ich Anleihen nehmen und nicht Gold. Aber man kann ja das trotzdem auch sagen, ich will Gold aus welchen Gründen auch immer. Und ja, das Problem bei physisch ist halt auch, das kann ja geklaut werden. Und auch bei Gold-ETCs sind die Lagerkosten halt auch immer noch da. Dementsprechend, ja, ist es halt ein ambivalentes Investment und ich würde es nicht unbedingt zwingend empfehlen, wenn man nicht gerade muss, aus welchen Gründen auch immer. Ja, kannst du natürlich besser verstecken, wenn du es irgendwo einbuddelst, klar. Das ist halt der Vorteil bei Gold sozusagen. Wenn du es physisch hast, dass du es irgendwo verbuddeln kannst, musst halt hoffen, dass es nicht irgendwie jemand weiß. Und dir dann das Gold selber ausbuddelt. Redest du über deine Jahresrenditen? Ja, selbstverständlich rede ich über meine Jahresrenditen. Meine Jahresrenditen kannst du einfach nachschauen, indem du sechs verschiedene ETFs kombinierst, ungefähr in zwei MSCI World, MSCI Emerging Markets, Momentum, Small Cap, Quality und Value. Das sind sozusagen die ETFs, die ich drin habe, und dann kombinierst. Und kommst du ungefähr auf eine Rendite raus, langfristig, die ungefähr bei der Marktrendite liegt, leicht drüber. Die Marktrendite langfristig ist 7-8%. Generell würde ich stark euch davon abraten, auf Leute zu hören, die sagen: Ja, ich habe 50% letztes Jahr gemacht. Das ist kein Qualitätskriterium, um ein guter Investor zu sein. Ja, das nur mal so nebenbei. Wenn ihr mehr solcher Formate sehen wollt, dann klickt mal auf den Abonnieren-Button und schreibt mir eure Fragen für den nächsten Stream in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.